So. Die Honighüpfer-Galaxie hat leider keine weiteren Sterne. Dann gehen wir halt hier zum Glitzerstrand-Galaxie-Gedöns zurück. Und hoffen, dass wir, ja, in diesem tollen Glitzerstrand noch tolle Glitzerdinge machen können. Rauf auf den Wolkenturm. Wo ist der Wolkenturm? Warum will ich da hin? Da, das Ding. Okay. Okay. Na gut, ich war letztendlich da schon mal. Ich verstehe jetzt noch nicht so, warum das jetzt so schlimm sein soll, da jetzt wieder hochzugehen. Aber gut, Luigi, mach du mal. Ich leg mich hier hinten hin. Du machst das schon irgendwie. Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Hier, Luigi, go, go, go. Bam. Okay. Erstmal. Okay, wirklich schneller ist das jetzt auch nicht. So. Egal. So, was geben wir euch ab? Ballpfennig und so. Ehrlicher, Wettstreit des Klecks im Ballmaster. Deswegen trainieren wir alles unermüdlich. Der freut sich auch schon. Rock. Okay. Ich sehe Kanonen. Okay. Schießen aber nicht auf mich. Ein Fisch weniger, auf den ich im Mittel fallen könnte. So, jetzt natürlich halt so die Frage, wie kommen wir auf die Wolken drauf? Und warum schießt bislang nur eine Kanone? Hat das eine Bewandtnis? Fragen über Fragen. Ein Fall von Galileo Mystery. Ja, mach nochmal. Ich habe das Gefühl, es ist besser gegensteuern. Nee. Ich komme da nicht mehr so weiter, ich da und die Wolken hier drauf komme. Entschuldigung. Dort funkelt etwas. Wo ist denn der Bockermann? Und was hervorheißt? Ja, der Stern. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Wie komme ich da auf die Wolken drauf? Kann doch nicht so schwer sein. Hat's kaputt gemacht. Was haben wir denn hier? Oh nein. Nein! Mit dem hatten wir schon genug Spaß. Oder? Zumindest ein bisschen in Super Mario 64. Okay. Na gut, es ist auch wirklich halt sonst nichts, was mir ja jetzt hier wirklich weiterhilft. Das heißt, es muss irgendwie jetzt damit zu tun haben. Ups. Wenn ich aufregen, mit mir reden. Endlich ist dieser dumm fertig. Ich habe gehört, dass der Eingang ein Meeresgrund sein soll. Warum nur? Okay. Ups. Okay. Das ist ein wichtiger Turm, dass ich da unbedingt rein will. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das aber auch halt irgendwie Secret Stern oder so. Ich keine Ahnung.
Hallo? Ja, genau. Ich würde schon sagen, nimm doch hier das Ding. So, jetzt hier irgendwie hoch. Betonung natürlich auf irgendwie. So. Was kann ich jetzt hier genau machen? Vielleicht aktiviert das ja irgendwie diese komische Kanone. Nein. Wir kriegen ein Wolkending. Perfekt. Hui. Ja, wenn wir damit nicht hochkommen, nur dann weiß ich auch nicht. Wasser war schädlich? Nein, doch. Oh. Nein, doch. Oh. Vielleicht mit Weitsprung. Das kann sein. Frage ist, kann ich im Weitsprung dann drehen? Ja, kann ich. Sehen. So, jetzt ist halt nur die Sache. Okay, das Ding hat auch irgendwie jetzt die Kanonen hier aktiviert. Wir kommen ja gar nicht weiter hoch. Da ist ja gar keine Plattform dazwischen. Komm mal hoch da. Nein. Hä? Geht das nicht, dass du da dich irgendwie so befreien kannst? Nein? Hm. Das war hier versehentlich eben die Kamera aktiviert. Theoretisch bräuchte ich etwas, mit dem ich dann das Wolkengedöns erfrischen könnte. Wie ist das, wenn ich mich in so einer Wasserbubble dann da verfange? Ist doch wahrscheinlich halt auch ein bisschen doof, oder? Falls ich überhaupt so weit komme. Ist doch hier schon, ne? Sobald ich Wasser berühre, bin ich doch schon am Arsch. Was war das gerade? Fragst du dich, was um dich herum passiert? Drücke nach oben und schaue dich dann mit dem Kontrollstick um. Wenn du genug gesehen hast, drücke einfach okay. Was ist das? Was bist du? Okay. Keine Ahnung, was das darstellen soll. So, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wie ich jetzt da hochkomme.
Da fehlt auch keine Plattform dazwischen. Wenn nicht sogar mehrere. Wie soll ich da hinkommen? Rätsel. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht schwer. Wow. Okay. Was ist mit dir? Ich feiere heute die Eröffnung meines Bootsverleihs. Zum Feier des Tages kannst du alles umsonst ausprobieren. Ach, Moment. Ja, genau, die Boote. Wie benutze ich die? Indem ich mich in die Ecke jeweils stelle, okay. Oder? Ja. Aha. So komme ich dahin. So. Okay. Problem gelöst. Zumindest halbwegs. War doch jetzt gar nicht so schwer. Nur das mit dem Boot. Da habe ich nicht gereiht. Das ist. Dass ich die dafür benutze. Ich habe sie zwar zwischendurch mal registriert, so, ey, das ist irgendwas mit dem Gammeln über Wasser gedönt, aber ich habe das nicht miteinander verbunden. Mann, ich fühle mich doof. Und da waren es nur noch 3 Sterne. Was hast du denn da Sonderbares mitgebracht? Eine wolkige Blume? Aber naja, jetzt wo sie schon mal einmal hier ist, sollten wir sie wohl auch Wurzeln schlagen lassen. Hey Mario, voll toll, dass ich mit durfte und so. Hey, Party! So. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir hier keine wirklichen Sterne, die wir hier so regulär einsammeln können. Auch hier theoretisch ist da noch einer. Hier so ein versteckter. Aber, was wir halt jetzt erstmal machen, ist, wir holen den einen Luma aus der anderen Galaxie. Den für 1000. Und dann haben wir schon eine andere Welt dann quasi freigeschaltet. Für Gedöns. Oh, ein Gummiluma ist an Bord. Du solltest ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Lalala, hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Lalala, ich brauch 1000. Okay, ich brauch erstmal was aus meiner Bank. Yay, 9 Sternteile. Wow. Ich möchte darauf zugreifen, ich möchte dir ein paar wegnehmen. Bitte warten. So, und zack, 1000. Ich bin pleite. Ja, da kannst du dir keine Brille mehr leisten, ne? Sowas aber auch. So, und ne? Nur sicher nicht, dass ich wieder einfach drauf Feuer und dann ist es gar nicht so, aber es sollte das jetzt auch sein. Wunderbar, Verwandelung! Husch und weg! Okay, machen wir da mal gleich einen Schnupperkurs auch mal rein. Vielleicht ist das ja ganz toll da. Tick-Tack. Galaxie. Er wird schon schlecht beim Namen. Ja, jetzt. Gucken wir mal. Wird schon.
Irgendwie. Oh Gott. Mit Silberstern, ja? Habe ich doch heute gesehen. Gut. Gut schon. Hoffe ich. Ja, das war schon fast zu knapp. Nein, oh doch. Ich hab mich einmal verdrückt. Ich habe erst springen gedrückt und dann Z für stampfen. Checkpoint. So, von hier aus dann ganz viel tolle Silber-Dinge einsammeln, ja? Ihr habt sie doch nicht alle. Okay. Drei haben wir schon mal. Und schon mal eine gute Bilanz. So. Jetzt auf den letzten Block einfach setzen und Ende Gelände. Siehst du wohl. Das war tatsächlich nicht so schlimm. Es geht schlimmer. So, haben wir 38. Brauchen wir nur noch 2 Sterne, um irgendwie weiterzukommen. Woohoo! Mario, ein Brief für dich. Ui, toll. Herausforderung. Schnell, schnell. Wir machen einen Wettflug in der Gleitfluggalaxie. Sei kein Frosch, sei kein Frosch. Hey, 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 hey. Dein Tukutukan. Die Gleitfluggalaxie. Also dann, bis nächstes Mal. Ja, ob wir dann tatsächlich halt irgendwie dann die Gleitfluggalaxie dann anfliegen werden für eventuelle Eventualitäten. Das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Super Mario Galaxy 2. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.